Weshalb du dich als Mann mehr trauen musst, das einzufordern, was du eigentlich von Frauen möchtest. Herzlich willkommen, mein Name ist Don John Verführt, dein Flirttrainer und Datingcoach, und ich zeige dir, wie du selbstbewusst und sicher die Frauen, die dir gefallen, einfach ansprechen, daten und verführen kannst. Ich habe Frauen, die ich treffe, und das kombiniere ich mit meinem Alltag. Das heißt, ich muss was einkaufen, hey, cool, dann lass uns zusammen einkaufen, dann gehen wir zu mir nach Hause schnackeln. Oder hey, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, wir können uns gerne treffen, aber ich muss erst noch trainieren, wir können gerne zusammen ein bisschen Sport machen und dann gehen wir nach Hause. Und wenn du ein Mann bist, der keine Angst hat, das zu formulieren, was er möchte, wirst du merken, dass du mehr und mehr Frauen in deine Welt hineinziehen kannst. Denn was viele Männer machen, ist, dass sie sich nicht trauen, dass sie Angst davor haben, dass sie denken, sie müssen jetzt einer Frau so und so etwas tun, A, B und C tun, damit sie dann endlich an ihr Ziel kommen und mit der Frau intim werden können. Aber das ist ja oft nicht so. Du solltest lernen, und das musste ich auch selber erst begreifen, wie dreist du eigentlich sein kannst. Ich hatte ja auch schon Frauen, mit denen ich mehr als nur Sex hatte, also Beziehungen, und diese waren einseitig offen. Das heißt, ich hatte andere Frauen, aber sie wollten, oder also die erste habe ich gesagt, ey, ich will das nicht, und sie hat das akzeptiert, und die zweite wollte nicht mal mit anderen was haben. Heißt konkret, wenn du fragst dich jetzt wahrscheinlich, wie kann ich mit so einem rotzfrechen Verhalten überhaupt davonkommen? Und das liegt einfach daran, dass du selber noch nicht dein volles Potenzial als Mann ausschöpfst. Du musst lernen, dass du als Mann das, was du willst, einfach einfordern kannst. Und es gibt genügend Frauen, die darauf ansprechen. Natürlich wird es auch Frauen geben, die sagen, hier, die zeigen dir einen Vogel und denken, hey, was, ich soll für dich kostenlos putzen oder was, das soll ein Date sein, wir gehen bei dir im Keller trainieren und danach willst du mich vögeln. So nicht, aber je mehr du ein Gespür für die Frauen bekommst, desto mehr weißt du, womit du davon kommst und womit eher nicht. Abonniere endlich den Kanal, gib dem Video einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Algorithmus-Kommentar. Vielen Dank. Aber grundsätzlich kannst du ja erstmal merken und lernen, dass das, was du glaubst, was über Verführung, wie Verführung auszusehen hat oder wie Verführung funktioniert, dass es in allermeisten Fällen einfach nur Bullshit ist, dass es einfach nicht der Realität entspricht und Frauen dir gerne dienen. Woran liegt das? Das ist vielleicht im Mainstream nicht politisch korrekt, aber es ist definitiv die Wahrheit. Frauen wollen jemanden, der sie in ihre Welt hineinzieht, weil ihr eigenes Leben oft eh langweilig genug ist, und sie suchen jemanden, der ihr ein bisschen neue Seiten im Leben zeigt. Oder sie finden auch Gefallen darin, wieder in ihrer weiblichen Seite aufzugehen. Und zwar Dinge zu tun für den Mann. Warum machen sie das? Nicht, weil sie natürlich auch devote Naturen sind, aber auch, weil sie dich mögen, weil sie dir einen Gefallen tun wollen. Genügend Frauen, die mir irgendwas mitbringen, Bartpflege oder Kuchen oder dies oder das. Und woran liegt das? Das ist, sie wollen dir zeigen, dass sie dich mögen. Und das ist genau die Dynamik, die du haben willst. Du willst nicht der Depp sein, der den Frauen Geschenke macht, in der Hoffnung, dass sie sich endlich mal erbarmt und sich bückt, sondern es soll so sein, dass die Frauen dir kleine Geschenke machen, jedes Mal aufs Neue. Entweder, dass sie dir eine neue Bartpflege mitbringen oder einen Kuchen, irgendwas gebacken haben oder deine Wohnung reinigen und im Austausch dafür Sex und Nähe von dir bekommen. Und wenn du genau auf der anderen Seite bist, der das Gefühl hat, er muss was für Frauen tun, dann liegt das daran, dass erstens du nicht gefestigt bist als Mann, ja, weil du einfach denkst, du kannst das nicht, du bist auch noch, hast das falsche Koordinatensystem oder hast einfach eine falsche Karte. Du denkst, hier, guck mal, das ist die Karte, so von A nach B, so bekommst du Frauen, aber es ist einfach nicht die Realität. Und was kannst du konkret tun, damit du auch ein bisschen mehr diesen Pascha-Lives erlebst, dass du vielleicht Frauen hast, die für dich Dinge auch machen und du quasi nur mit dem Finger schnipsen musst und weißt, hey, die nächste Klinge gleich unten vor der Tür? Musst du natürlich auch nicht, ne? Also du kannst natürlich auch ein ganz monogames Leben führen, wenn du mal eine Traumfrau gefunden hast, was durchaus ja auch völlig legitim ist. Aber wenn du das haben möchtest, dann gibt es hier zwei Dinge. Zum einen, du musst diesen Gedanken, diese Wahrheit zulassen, dass du auch ein so wertvoller Mann bist,
der es verdient, dass Frauen Dinge für ihn tun, ja, und dass die Frauen sich in deine Welt reinlassen wollen. Und Punkt 2, dass du eben auch immer wieder neue Frauen kennenlernen kannst, weil wenn du das nicht kannst, dann wird es schwierig, ne? Und du solltest tendenziell dahin gehen, wo die Konkurrenz nicht hoch ist, beziehungsweise an Orte, an denen eben es viele Frauen gibt und wenige Männer, die Frauen ansprechen oder Frauen kennenlernen wollen. Dieses Selbstverständnis wirst du im Laufe der Monate und Jahre entwickeln. Je mehr Frauen du triffst, je mehr Frauen du datest oder auch ganz am Anfang wirst du vielleicht noch Respekt haben von sehr schönen Frauen. Später kannst du es gar nicht erwarten, wenn du eine sehr schöne Frau siehst, die direkt anzusprechen, weil du einfach denkst, ja natürlich gehört mir diese Frau. Ich werde die jetzt ansprechen und mir die Nummer holen. Wenn es nicht klappt, okay, kein Problem. Hat eben nicht geklappt, aber die nächste sehr schöne Frau, die werde ich schon bekommen. Und das ist halt etwas, was dir im Dating-Prozess eine sehr große Hilfe liefert, weil die Mann-Frau-Dynamik sich hier kehrt. Es ist nicht mehr so, hey, der Mann muss alles machen, der Mann ist derjenige, der sich ins Zeug legen muss, sondern vor allem, nachdem du die Frau das erste Mal geknackt hast, ändert sich die Dynamik. Dann ist auf einmal der Mann in der mächtigeren Position, weil die Frau sich ja schon hingegeben hat. Und dann ist es leichter, dass die Frau dir mehr und mehr verfällt, in Anführungszeichen, wenn man das so will. Und am Anfang musst du insofern etwas tun, dass du erstmal ein bisschen Zeit und Energie investierst, aber bitte auch nicht zu lange. Ja, keine 5 Dates, 5 Stunden und pro Date 3 verschiedene Lieblingsplätze ihr zeigen, sondern da auch relativ schnell von 1, 2, allerhöchstens 3 Dates sollte die Sache geritzt sein. Und dann ist es wirklich keine große Sache. Und wenn du dann schon die ersten Bettys hast, wird es umso leichter, dass du von ihnen kleine Dinge einforderst. Dass du sagst, hey, meine Wohnung muss mal wieder geputzt werden halt. Ne? Würde mich freuen, wenn du das machst. Ich komme leider nicht dazu. Und dann hast du so mehrere kleine Gehilfinnen. Die eine putzt, die andere kocht, die andere macht dies, die andere jenes. Mach nur nicht den Fehler, dass du dann dir ein Haus anmietest und mehr als mit einer Frau oder überhaupt mit einer Frau zusammen wohnst. Das ist noch mal, also da musst du der Typ dafür sein. Ich bin es nicht, ehrlicherweise. Ich will meine Ruhe haben halt. Ne? Aber wenn du das nicht möchtest, musst du das ja doch nicht tun. Und trotzdem wirst du merken, dass Frauen, wenn sie dich mögen und wenn du mit denen schon Sex gehabt hast und wenn du dreist genug bist, es einzufordern, dass die Frauen dich in deinem Alltag unterstützen oder auch mal für dich einkaufen gehen, auch schon erlebt. Und dass ja, du diesen Pascha-Lifestyle mehr und mehr zelebrieren kannst. Und das wird nicht dazu führen, dass du insgesamt abgehobener giltst und die Frauen nichts mit dir zu tun haben wollen, sondern im Gegenteil, mehr und mehr Frauen zieht das an, weil Frauen das an sich eben überhaupt nicht gewohnt sind mehr von diesen Männern in der heutigen Zeit. Und wenn du sagst, hey, das klingt alles nicht schlecht, aber ich sehe schöne Frauen überall, traue mich nicht, die anzusprechen, oder vielleicht sprichst du die ja schon an, aber da kommt einfach zu wenig rum, zu wenig Date, zu wenig Sex, dann muss es nicht so bleiben. Unter dem Video findest du einen Link zum kostenlosen Erstgespräch oder oben rechts bei dem i, da klickst du einfach drauf, schickst die Bewerbung ab und ich schau mir das an, melde mich innerhalb der nächsten paar Tage bei dir. Wir erstellen eine Ist-Analyse. Wir schauen, wo stehst du, was brauchst du, was ist dein Potenzial. Und wer weiß, wenn es passt, dann arbeiten wir vielleicht schon bald zusammen und dann trete ich dir persönlich in den Arsch, damit wir endlich deinen Erfolg mit Frauen erreichen, so wie es du dir auch wünschst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.